alles passiert? Wollt ihr erzählen? Nee, wir kommen in die Klasse, da haben die Lehrerin gesagt, bitte geh dann einfach mal in die Tischleitung. Bei mir kam meine Lehrerin und hat mich einfach hier geschickt. Okay. So, dann wollen wir noch mal eben fragen. Morgen. Morgen. Also ist jetzt richtig, meine Kinder werden hier nicht beschult? Bitte. Gut, umso besser. Morgen, Frau Reg. Kinder werden nicht beschult? Entschuldigung, wer sind Sie? Ich bin der Herr Niklaus. Herr Niklaus, würden Sie bitte draußen warten? Ja, Sie haben so, wie Sie hier erscheinen, haben Sie gerade Hausverbot von mir bekommen. Bitte. Aha, okay. Ja, ich wollte nur die Auskunft haben, weil ich meine Kinder sitzen ja da. Ja, genau. Und was machen wir jetzt mit den Kindern? Sie warten bitte draußen, Ihre Frau ist informiert. Sie warten bitte draußen, Herr Niklaus. Meine Frau habe ich gerade am Parat gehabt. Herr Niklaus, Sie gehen jetzt bitte mit Ihrem. Und was machen wir mit den Kindern? Ich soll die Kinder also mitnehmen. Das war es ja das Einzige. Ich schicke sie sonst morgen gerne wieder oder hat das morgen auch genauso keinen Sinn? Sie haben ja mal Mail gelesen. Das ist schade, weil Sie können jetzt bitte meinen Büro verlassen oder ich hole mir Unterstützung. Sie gehen jetzt bitte. Ja? Sie gehen jetzt. So, nur für die Frage, die mir in Zukunft. Ja. Dürfen Sie gerne machen. Ich wollte doch nur eine Aussage dafür haben, ob ich morgen meine Kinder wieder schicken soll oder ob ich sie... oder ob ich sie jeden Tag wieder neu schicken muss. Das ist das Einzige. Ja, ich kläre das mal gerade. Geben Sie mir eine Info darüber. Ich gehe ja jetzt mit meinen Kindern. Ich will die ja nur abholen. Aber müssen wir das Spiel jetzt jeden Tag treiben? Weil die haben ja eine Schulpflicht. Darum geht's ja. Ja? Schade, dass ja, dann schicke ich sie morgen wieder. Dieses Spiel möchte ich nicht jeden Tag machen. Okay? Ja, einen schönen guten Morgen. Ich werde gerade bedroht. Alles klar. Herr Niklaus steht in meinem Büro, verlässt mein Büro nicht. Ich habe mein Büro verlassen, ich habe die Tür geschlossen. Ich habe die Sekretärin gebeten, das Ordnungsamt zu... Ich finde Corona total doof. Ich finde auch doof, dass alle Kinder so rumlaufen müssen mit Maske, obwohl die es nicht wollen. Ist einfach heftig, dass Kinder das tragen müssen und nicht miteinander spielen können. Ich finde das halt heftig und ich finde doof, dass die anderen das so meinen, dass sogar das richtig wäre. Und fällt dir das leicht mit der Maske? Nein. Die Kinder, die anderen Kinder ersticken an dieser Scheißmaske.